zunächst mal haben wir in dieser Agentur jedes Jahr die Diskussion, was tun wir für einen guten Zweck. Einmal immer mal was gemacht. Spieler, und das sind junge Menschen, kommen auf uns zu und fragen uns, ob wir eine Idee haben. Mein erster Ansatzpunkt war eigentlich ein Gespräch mit Stefan Reinertz. Das ist schon 4, 5 Jahre zurück, wo er auf mich zukam und sagte, du, mir geht's so gut und uns allen geht's so gut und irgendwie will ich mal was zurückgeben und haben wir nicht irgendeine Idee, können wir nicht kreativ werden, wo können wir was machen? Der Klassiker ist, am Weihnachten sich zu überlegen, vielleicht spende ich mal irgendwo in einer Organisation, und ich glaube, jedem gibt es aber auch mehr, wenn er weiß, ich habe mich da persönlich engagiert für und habe da eine hohe Identifikation. Und dann, glaube ich, merkt man das und spürt man das auch. Ich habe selber im Krankenhaus gelegen und habe dann bei einem Spaziergang auf dem Gang einen Mann erlebt, der mit dem Rücken zu mir stand und aus dem Fenster geschaut hat, mit seiner Frau telefoniert hat und sagte, ich werde diesen Satz nie vergessen, Schatz, meinst du nicht, dass deine Mutter uns diesen Monat nochmal die Miete bezahlen kann? Wir können über unsere Reichweiten, die unsere Spieler haben, die wir als Firma haben, über die Verbindungen, die du da einfach hast, einfach extrem viel mehr erreichen, extrem viel mehr Leute erreichen und damit verbunden wahrscheinlich auch extrem viel mehr Gutes tun. Und jeder Einzelne ist gut, alle zusammen ist besser. Ich kann das heute gar nicht mehr genau beschreiben, aber in dem Moment wurde mir so viel bewusst. Mir ging es auch nicht gerade gut. Ja? Ich habe zu der Zeit 20 Kilo abgenommen und ja, habe ein bisschen Angst gehabt, aber ich habe nie nur im Ansatz mal darüber nachdenken müssen, wie kriegst du die Miete bezahlt, wie geht's weiter. Ja? Und das war mein persönlicher, ich sag mal, Knall. Die Jungs, die jetzt hier Profifußballer sind und dann wirtschaftlich gut gestellt sind, die haben in einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eine gute Kindheit gehabt und die haben Förderer gehabt, die sie gefördert haben. Und dementsprechend finde ich es auch toll, wenn diese Leute, die profitiert haben, jetzt wiederum eine Förderung übernehmen für die nächste Generation. So sollte das für meine Begriffe aussehen. Toni ist keine 30 Jahre alt, ist dreifacher Familienvater und hat vor einigen Jahren diese Stiftung gegründet. So authentisch, so ehrlich vor allen Dingen. Und ich krieg's ab und zu mit, dass er dann von Madrid nach Deutschland in Kinderhospiz reist. Und ich glaube, das ist imposant und das ist ein Vorbild für viele Spieler und für jeden einzelnen Menschen. Ich will das gar nicht auf einen Fußballspieler runterbrechen. Daher muss ich sagen, dass der Toni ganz klar mit eine große Motivation war, diese Stiftung zu gründen. Toni ist ein Vorbild. Allerlei verschiedenste Geschichten, aber mit den Möglichkeiten, die wir durch die Gesamtzahl der Spieler vielleicht generieren können, glaube ich schon, dass wir da auch viel Gutes tun können. Und das hilft jedem Menschen auch dann zu der gewissen Erdung. Wir haben zwei wunderbare Kinder namens Lilly und Lina. Und es wird auch immer so bleiben. Wenn mich jemand fragt, habe ich zwei Kinder. An dem Tag, das war ein Montag, haben dann noch zusammen draußen im Garten was gemacht am Nachmittag. Und sie hatte einen ganz unsicheren Gang. Sie wackelte von rechts nach links. Das war für mich so ein Zeichen, so jetzt ist irgendwas richtig, richtig Schlimmes gerade. Jetzt geht's gerade nicht mehr. Und der Kinderarzt hat im Endeffekt dann zwei Sachen festgestellt oder beziehungsweise zwei Sachen sich vorgestellt. Und die eine hat er allerdings nicht ausgedrückt. Er hat bloß gesagt, geht mit ihr ins Krankenhaus und macht ein MRT. Ja, nachts um 2, glaube ich, hatten wir dann die endgültige Diagnose, die wir dann direkt von der Stationsärztin dort bekommen haben nachts. Uns wurde gesagt, bitte googeln Sie nicht. Daran habe ich mich nicht gehalten, also zumindest zwei Nächte nicht. An der dritten Nacht habe ich gegoogelt und habe dann mit meinen Ergebnissen den Arzt am vierten Tag konfrontiert, wo er alle meine Ängste bestätigt hat. Ihr Kind wird nicht länger als ein Jahr überleben. Es ist ein unheilbarer Gehirntumor. Kein Kind hat das bisher überlebt. Ihr Kind wird alle Fähigkeiten verlieren. Wir sind mit einem Schnupfen hingegangen und mit einem todkranken Kind, was innerhalb von durchschnittlich 9 Monaten
Überlebenszeit sterben wird. Lina hat es 9,5 Monate geschafft, dann ist sie gestorben. Also wenn sie noch am Leben wäre, dann würde ich sagen, dass sie für immer bei mir sein soll. Wir mussten diesen Weg an diese Öffentlichkeit gehen und Spenden einfordern, weil wir einfach 30.000 Euro alle 3 Wochen an Therapien hatten, die nicht von der Krankenkasse finanziert werden, weil es eine unheilbare Krankheit ist, weil es keine Heilungschance gibt. Und so muss man sich finanzieren, einfach, dass man die letzten schönen Tage und die letzten Stunden und Wochen mit seinem todkranken Kind verbringen kann. Egal, ob das unsere Geschichte ist oder ob das andere Familien sind oder halt natürlich Sportförderung. Aber an sich heißt es, alle anpacken, zusammen kann man viel erreichen. Das haben wir auch gemerkt in den letzten 2 Jahren und das erhoffen wir uns natürlich auch durch die Stiftung, dass es einfach durch alle, die dieses Herzblut auch erwecken oder die dieses Herzblut finden dabei, dass die einfach alle mitmachen, genauso wie Volker und alle anderen hier Anwesenden. Ich bin gespannt auf die Projekte, die dann anstehen. Ich glaube, es wird viele Möglichkeiten geben. Wir haben schon einzelne Spieler in der Agentur, die eine eigene Stiftung haben, die schon viel bewirkt haben. Jetzt geht es darum, was Großes zu schaffen, was Einheitliches zu schaffen. Da gibt es verschiedenste Projekte, die sehr, sehr interessant sein werden. Das erste Mal, als Volker mir davon erzählt hat, fand ich das wirklich sehr, sehr gut. Letztendlich habe ich es am eigenen Leib erfahren, wie es ist, dass man Hilfe braucht, dass man Unterstützung braucht. Nicht nur anhand der Spieler, die dort tätig sind, sondern einfach die Marke auch selber kann enorm viel erreichen und hat schon noch viel erreicht. Und von daher ist das, glaube ich, eine Sache, die hoffentlich gut ins Rollen kommt und wo viele auch aufmerksam einfach drauf werden, um dann einfach Gutes zu tun. Die Erfolgschancen schätze ich sehr positiv ein. Ich glaube, dass wir viele Spieler haben, die sich sozial engagieren wollen, die da richtig dahinter sind, die da richtig Bock drauf haben, auch was zu tun. Ja, wir sind mit Freunden Go-Kart fahren gegangen, was wir eigentlich wirklich sehr oft gemacht haben. Und dann sind wir mit den Karts zusammengeknallt. Ich war einfach am Brennen, wirklich mit Flammen drumherum, hatte schwere Verbrennungen. Und dann lag ich 2,5 Monate im Krankenhaus. Ich kann nur jedem Einzelnen raten, natürlich dabei mitzumachen und verschiedene Dinge einfach zu unterstützen. Es ist einfach keine schöne Situation und wenn man dann den Rückhalt anderer spürt oder wenn man einfach Mut bekommt von anderen, glaube ich, kann das eine große Wirkung haben. Und ich glaube, jedem sollte bewusst sein, dass jeder auch in so eine Situation kommen kann. Natürlich möchte ich Kindern im sportlichen Bereich vielleicht unterstützen, aber auch soziale Kinder, benachteiligte Kinder. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da tätig zu sein. Dieses Spielfeld ohne Grenzen bedeutet einfach für uns, dass unsere Spieler zwar auf dem Spielfeld eine Begrenzung haben, in der sie spielen müssen, wir aber jetzt diese Grenzen einfach aufweichen wollen und wir wollen nicht nur Thema Fußball machen, sondern wir wollen halt mit unserer Familie in den sozialen Bereich rein und Gutes tun. Und am Ende geht es dann ja weniger um den Spieler und seine Bedürfnisse, sondern eher darum, dass wir an den Stellen helfen, wo auch Hilfe benötigt wird. Ne? Ich erzähle dann ganz gerne von meiner Großmutter, die mir wirklich mitgegeben hat. Die hat tatsächlich mal zu mir gesagt, schau, dass du am Ende deiner Tage mehr gegeben als genommen hast. Und dann hast du das meiste richtig gemacht. Und deswegen bin ich stolz, dass wir jetzt diese Stiftung gründen.